Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 26. Juli. Heute dabei Alphabet, Logitech, Roomba, Microsoft Paint und Facebook. Beginnen tun wir mit Alphabet. Alphabet, das ist ja die Mutterfirma von Google, oder Google ist Alphabet, kann man so oder so sehen. Und ja, börsenmäßig sind wir bei den Quartalszahlen wieder angekommen und dort gibt es überraschenderweise auf einmal einen Einbruch, einen Gewinneinbruch bei Google, also bei Alphabet logischerweise. Und zwar wegen der milliardenschweren Strafe der EU-Kommission. Das Interessante ist, dass die Analysten, also die Börsenanalysten, durchaus schon mit mehr gerechnet hatten. Und ja, nachbörslich ist dann der Kurs auch direkt gefallen um 3%, was aber nicht so schwer wiegt, weil übers Jahr verteilt hat die Aktie schon um 26% zugelegt. Und wenn wir schon beim Thema Aktien sind oder bei Quartalsberichten, gehen wir mal zu Logitech. Denn der Zubehörhersteller Logitech hat seinen Umsatz ordentlich gesteigert, mehr verdient und dort schaut es nämlich viel besser aus. Umsatz stieg um 13%, Reingewinn ist von 22 auf 37 Millionen Dollar gestiegen und ja, der Logitech-Präsident und CEO Bracken Darrell ist ganz begeistert und ja, die wollen einfach weitermachen. Ja, warten wir mal ab. Aber genug von der Börse jetzt erstmal. Gehen wir mal ins Thema Smart Home. Und dort hat jetzt iRobot, die haben diese Staubsaugerroboter, die Roombas, am Start. iRobot hat nun dort bekannt gegeben, dass sie die Karten der Kundenwohnungen verkaufen möchten. Also wenn so ein Staubsaugerroboter durch die Wohnung marschiert, dann kategorisiert der natürlich die Wohnung. Und ja, das wollen die jetzt monetarisieren. Das wird natürlich einen bestimmten Aufschrei geben. Die Nutzer müssen dem natürlich auch zustimmen. Also es ist nicht einfach so, es wird gemacht, sondern der Nutzer muss sagen, ja, ist in Ordnung. Ich persönlich frage mich ja, ja, wer kauft die Daten, beziehungsweise was will man damit anfangen? Eventuell habt ihr da eine Idee. Wenn, dann schreibt sie euch mal in die Shownotes rein. Ja, Microsoft Paint. Das hatte ich nicht in der Daily, aber es wurde gesagt, Microsoft Paint wird nicht mehr weiterentwickelt und eingestellt, was für viele jetzt sagen, ja, oder was viele jetzt sagen könnten, ja, pff, was interessiert mich das? Benutze ich eh nicht. Es ist halt eben nicht Photoshop. Es ist Microsoft Paint. Aber andere, für andere ist das ein Riesenaufschrei. Microsoft Paint, da kann man immer ein paar Kleinigkeiten mitmachen und es fehlt. Ja, so oder so, Microsoft hat auf jeden Fall ein bisschen zugehört und hat nun gesagt, dass sie Microsoft Paint durchaus weiterentwickeln möchten, aber dass Microsoft Paint jetzt nicht mehr Bestandteil von der Windows-Installation ist, sondern wenn man das haben möchte, dann muss man sich das im Windows Store runterladen. Also, viel Aufschrei um nichts und ich bin mal gespannt, wie viele sich wirklich dann das Microsoft Paint runterladen. Und die letzte News für heute ist Facebook und ganz ehrlich gesagt auch keine Riesenüberraschung. Es wird gemunkelt, dass Facebook an einem eigenen smarten Speaker arbeitet. Also praktisch der Konkurrent zu Google Home und Amazon Echo und Apple HomePod und Microsoft hat ja auch so ein Ding mit Cortana am Start. Also ganz ernsthaft, das war eigentlich, glaube ich, relativ klar. Das Interessante ist, dass das Gerücht besagt, dass der Smart Speaker auch ein 15 Zoll LG ein 15 Zoll LG Touchscreen enthalten soll. Und ja, darauf kann man sich Bilder angucken, damit kann man eventuell auch bedienen. Ja, warten wir mal ab. Es wird wohl so Anfang 2018 soweit sein. Und passenderweise kommt zur gleichen Zeit ja auch der Apple HomePod an den Start. Und dann haben wir wirklich zumindest einen Viererkampf, wenn nicht sogar einen Fünferkampf. Wir werden es natürlich weiter im Auge behalten
und geben euch die Infos entsprechend. Und für heute war es das auch schon, kurze Folge. Aber ich hoffe, ihr hört trotzdem morgen zu. Da gibt es bestimmt wieder ein paar interessante News aus der Tech-Welt. Und bis dahin sage ich ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.